Zaubertiergeschäft? Bekomme ich etwa ein Zaubertierpapa? Ich verrate nichts, Mila. Was Santa macht, ist ein Geheimnis. Sieh doch mal, ob dein Geschenk ein Zaubertier ist. Wow! Also, was ist es? Es ist gar nichts. Bist du sicher? Ja, da ist nichts. Sieh doch noch mal nach. Wow, wow, wow! Das Geschenk ist ein Zaubertier. Es heißt Morphel und ich zeig dir warum. Hi, Morphel. Morphel morph in eine Katze. Wow! Ich hab eine Katze. Morphel morph in ein Pferd. Ich hab ein Pferd. Morphel, morph in einen Dinosaurier. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Du bist das beste Geschenk der Welt, Morphel. Du kannst dich in alles verwandeln. Morph in einen Fernseher. Du magst kein Fernseher sein, Morphel? Ja, Morphel findet langweilig. Morphel, morph zu dir selbst. Morphel? Ah, das bist also du. Also, was willst du machen, Morphel? Okay, ich zeig dir lustige Weihnachtsspiele. Und dann sagst du mir, was dir am besten gefällt. Wir können Santa ein Bild malen. Oder wir können einen Baum schmücken. Du kannst einen Schneemann bauen. Morphel, morph in einen Bagger. Jetzt bau hier einen Schneemann. Du bist ganz viele Weihnachtsgeschenke in einem. Und weißt du, was mein liebstes Geschenk ist? Bagger? Nein. Fernseher? Nein. Katze? Nein, Morphel. Das beste Geschenk ist, einen neuen Freund zu haben. Mila, Morphel, Freund. Mila, Morphel, Freund. Lass uns wieder Schneebälle werfen. Morphel, großer Schneemann. Morphel, großer Schneemann. Oh, oh. Oh, nein. Oh. Wow, was war das? Santa. Hi, Mila. Schneeball getroffen hat. Wir haben nur gespielt. Ja, und es macht viel Spaß, im Schnee zu spielen. Aber schau, mein Schlitten ist kaputt. Jetzt kann ich anderen Kindern gar keine Geschenke bringen. Santa, du hast mir mein Zaubertier Morphel als Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Schon vergessen, er kann in einen Schlitten morphen.
Das scheint eine gute Idee zu sein, Mila. Morphle, morph in einen Schlitten, bitte. Aber Morphle, du bist ein Zaubertier. Du sollst in all das morphen, was wir wollen. Morphle, Milas Zaubertier. Ah ja, das stimmt. Mila, würdest du Morphle bitten, in einen Schlitten zu morphen? Morphle, morph in einen neuen Schlitten für Santa. Und jetzt gib dem Schlitten Flügel. Und nun gib ihm Triebwerke. Und werde größer, damit die Rentiere auch im Schlitten sitzen können. Okay, Morphle, los geht's! Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Was ist los, Morphle? Oh, Morphle hat Geräusche. Schau, Morphle, ein Geschenk von Santa. Geschenk! Was könnte es sein? Oder Räderbanditen. Es ist Weihnachten. Und wir sind die Weihnachtsgeschenkbanditen. Morphle, morphle in ein Flugzeug, damit wir hinterherfliegen können. Ich kann es kaum erwarten, die Weihnachtsgeschenke von allen Leuten dieses Jahr zu öffnen. Ja! Oh nein, Stein, sie kommen immer näher. Ich weiß, wie wir sie wieder loswerden. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Oh nein, flieg hinterher, Morphle. Wow! Hallo, Mila und Morphle. Santa, du hast das Geschenk gerettet. Ja, aber die Weihnachtsgeschenkbanditen haben noch die Geschenke der ganzen Stadt. Und ich weiß nicht, wo sie sie verstecken. In wenigen Stunden ist es Weihnachten. All die Kinder der Stadt werden ganz schwer enttäuscht sein, wenn sie aufwachen und es keine Weihnachtsgeschenke gibt. Ich habe eine Idee. Da sind sie. Da ist noch ein Geschenk. Das dürfte das letzte sein. Folgen wir ihnen.
aber wir müssen sehr leise sein. Sieh dir all die Geschenke an! Lass sie sofort öffnen! Ha, ha, halt, ihr Weihnachtsgeschenkbanditen! Oh nein, da ist Santa! Bringen wir die Geschenke zurück! Los geht's, Muffin! Vielen lieben Dank, Mila und Moffel. Mit eurer Hilfe haben wir allen ihre Weihnachtsgeschenke zurückgebracht. Oh, bevor ich es vergesse. Danke, Santa. Frohe Weihnachten. Hä? Frohe Weihnachten, Jungs! Ja. Frohe Weihnachten, Jungs! Ja. Oh nein! Oh, die Christbaumspitze! Gestohlen! Das Schlimmste ist, Polizist Peter Fries ist im Urlaub! Oh nein! Ah, ich bin nicht in meiner Stadt! Jawohl! Können den Diebstahl aufklären. Muffin, einen Polizeihund. Nicht in meiner Stadt. Das muss eine Spur sein. Haben Sie etwa die Christbaumspitze vom Weihnachtsbaum am Marktplatz genommen? Ich habe die blöde Dekoration nicht genommen. Aber trotzdem bin ich froh darüber, denn ich hasse Weihnachten. Weihnachten ist was für Weicheier. Gesteht es, ihr Christbaumspitzenbanditen? Ja, wir waren am Marktplatz. Aber nicht wegen der Baumspitze. Oh nein,
Wir haben etwas viel Wertvolleres geklaut. Denn diesmal sind wir die Schneebanditen. Wo könnte die Christbaumspitze sein? Schau, Morphe, der Pirat hat sie. Polizeiwagen. Ich hasse Weihnachten. Es ist kitschig. Nicht wahr, Pirat Phil? Naja, weißt du, Pirat Maurice, ich... Was denn? Spuck's aus! Ich dachte, weil Weihnachten ist und so... hab ich was für dich? Da steht bester Piratenboss. Hey, das ist nicht die Christbaumspitze. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab noch nie was zu Weihnachten bekommen. Frohe Weihnachten, Pirat Maurice. Frohe Weihnachten, Pirat Phil. Vogel hat das Geschenk des Piraten geklaut. Morphe! Morphe in einen Polizeihubschrauber! Yay! Schau, Morphe, die Elster hat auch die Christbaumspitze im Nest. Böser Vogel, das ist nicht seine Schuld. Es ist eine Elster. Glänzende Dinge ziehen sie ganz besonders an. Elster, traurig. Ich hab eine Idee. Wenn die Elster glänzende Dinge mag, kann sie im Weihnachtsbaum leben. Oh!
Papa, ich habe alle Zaubertiere zu unserem Weihnachtsessen mitgebracht. Oh, Mila, eine wundervolle Idee. Aber deine Tante Augustine kommt und sie... Was machen diese Zaubertiere hier? Hallo, liebe Nichte. Bruder, wir hatten ausgemacht, dass das Weihnachtsessen nur für Menschen und nicht für Zaubertiere ist. Augustine mag keine Zaubertiere. Kommt schon, wir müssen das Essen vorbereiten. In Ordnung. Es tut mir so leid. Zuerst machen wir Kartoffelpüree. Bitte gib mir die Kartoffeln. Oh! Ah. Oh. Oh. So, die Kartoffeln sind püriert. Nicht lustig, Bruder. Ich sagte doch, dass es weiße Weihnachten geben wird. Schlechteste Küchenhilfe aller Zeiten. Warte im Wohnzimmer. Ich kümmere mich ums Weihnachtsessen. Ich verstehe nicht, wie Tante Augustine keine Zaubertiere mögen kann. Weihnachten soll man gemeinsam feiern und alle Zaubertiere sind unsere Freunde. Morphe vermisst Freunde. Essen ist fertig. Du musst leider hierbleiben, Morphe. Aber ich hebe Kuchen für dich auf, okay? Oh? Oh, es ist nicht viel. Aber es muss reichen. Hä? Unser Weihnachtsessen ist ruiniert. Hä? Ich weiß, wer uns helfen kann. Okay, was sollen unsere neuen Küchenhilfen tun, Tante Augustine? Nun, wir müssen die Küche sauber machen. Atmo, das ist dein Job. Also, wir brauchen neue Kartoffeln. Ich habe noch welche zu Hause, aber das ist so weit weg. Telefox kann sie ja holen. Der Ofen ist auch kaputt. Muffin, einen Ofen. Also sowas hab ich noch nie. Okay, Leute. Wir helfen alle Tante Augustine beim Kochen. Thank you.
Wow! Wow! Es war schön. Zaubertiere sind nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Vor allem das hier. Es war eine tolle Küchenhilfe. Sporky hier sucht immer noch einen neuen menschlichen Freund. Wirklich? Nun, was meinst du, Sporky? Willst du mein Zaubertier sein? Tada! Tschüss! Tschüss! Mit meiner neuesten Erfindung kehre ich die Schwerkraft aller Objekte, um die ich seppe. Seppe mich, Professor Rashid. Morphe auf! Mit diesem Spiegel kann ich mich selbst seppen. Rümpelnde Reagenzgläser. Ich hab den Zapper nicht gesappt. Das ist unsere Chance. Oh nein! Ab sofort werden wir die Schwerkraftbanditen sein. Marvel, los, ihnen nach! Die Frau retten, Morphe. Wir müssen die Banditen jagen, Morphe. Hey, nicht in meiner Stadt. Mit diesem Zapper können wir alle Zaubertiere klauen. Ich sehe heute mächtig gut aus. Meinst du nicht, Herr Spiegel? Tja, allerdings. Her mit allen Zaubertieren. Nein. Nein. Wie wär's mit einer Gute-Nacht-Geschichte zum Einschlafen? Ja, eine Geschichte! Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen. Sollte es nicht Blaukäppchen heißen? Sicher, okay. Also, Blaukäppchen ging durch den Wald, um seiner kranken Großmutter einen Korb mit Essen zu bringen. Ganz allein? Das ist nicht schön. Okay, sie hat einen Freund dabei. Yay! Als sie durch den Wald gingen... Gingen? Morphe, Morphin einen Monster Truck. Der ist viel schneller. Was? Warte, wo ist der Wolf? Wohin gehst du denn, kleines Mädchen? Tut mir leid, wir haben's eilig. Großmutter! Ah, sie erreichen Großmutters Haus. Das war's? Großmutter sollte in einem Wolkenkratzer leben. Und ein riesiger Drache soll auf sie aufpassen. Wow! Okay, aber der Wolf ist auch da und er... wird von einem Ufer getroffen.
okay, Mr. Alien? Ja, doch schon. Aber mein Schiff ist jetzt kaputt. Jetzt kann ich nicht mehr nach Hause kommen. Wir bringen dich hin. Muffy! Muffy in ein Raumschiff! Gut, sie fliegen ins All und bringen den Alien nach Hause. Da ist mein Zuhause. Aber der Wolf verfolgt sie. Fliegt er auf einem Raumhai? Sicher, aber er kommt näher. Ich danke dir so sehr fürs Nachhausebringen. Kein Problem. Und dann waren sie wieder bei Großmutter. Ah, Großmutter, wir bringen ihr den Korb. Ja, endlich. Sie bringen der Großmutter den Korb mit Essen. Hey, du bist nicht Großmutter. Wolf! Nein, das wisst ihr nicht. Der Wolf ist verkleidet. Wirklich, ich bin es, die Großmutter. Nein, dein Mund ist viel zu groß. Na schön, erwischt. Ich bin der Wolf und ich werde euch fressen. Aber in einem nahegelegenen Wald hörte ein mutiger Holzfäller den Wolf. Das klingt nach einem Wolf. Keine Sorge, ich regel das. Aufhören, du großer böser Wolf. Oh nein, es ist der mutige Holzfäller. Ich habe euch wohl gerettet. was ist das? Aha, ich glaube, der gehört Ihnen. Danke, schöner junger Mann. Haben Sie meine Enkelin gesehen? Mila? Mila! Na da. Die sind viel zu laut da drüben. Oder, Barky? Was soll das? Warum ist da ein Ball und ruiniert meinen perfekten Rasen? Dir so passen. Der Ball gehört jetzt mir. Können wir bitte unseren Ball wieder haben, Mr. Wenderbooth? Nein, könnt ihr nicht. Vielleicht spielt ihr ab jetzt nicht mehr so laut. Wie werden wir jetzt jemals unseren Ball zurückbekommen? Lustiger Affe! Ja, das könnte gehen. Ha! Das hast du davon, du frecher Affe! Thank you.
Hilft mir! Entschuldigung, Mr. Wenderboos. Wir werden zukünftig immer aufpassen, wenn wir spielen. Dankeschön. Oder so. Jetzt sammeln wir frisches Eis. Wir haben es! Eiscreme! Nein, Dummerchen! Papas Geschenk! Eine Elster! Morphe! Morphe in ein Flugzeug! Dann verfolgen wir sie! Ruiniert? Überhaupt nicht. Bei einem deiner Abenteuer dabei sein zu dürfen, war das beste Geschenk, das ich mir hätte wünschen können.